Hey Leute, Freunde. Willkommen bei Pyro Special. Hier sind wieder die Pyro-Verrückten, die Böller-Böller-Major-Kreiser und Colonel Kubi. Hallo. Und wir haben dieses Jahr wieder einen richtig geilen Geheimtipp zum Feuerwerk kaufen. Und dieses Mal nicht bei Diamond Feuerwerk, sondern B&R Postenhandel in Hamburg. Ja, wieder oben im Norden, ne? Auch dann halt dieses Mal auch lieber nur für Leute, die auch aus dem Norden kommen, weil ja, das eher für Selbstabholer sein wird. Also es gibt keinen Online-Versand. Ja, es gibt keinen Online-Versand. Alles nur für Selbstabholer. Aber man kann hier online schon mal vorbestellen und sich ein paar Artikelchen safen. Das ist vielleicht interessant. Und was halt auch ganz interessant ist beim B&R Postenhandel, dass die Artikelauswahl wirklich sehr, sehr delikat ist. Also da sind wirklich nur geile Sachen. Genau, zu richtig guten Preisen. Und was war denn noch? Noch cooles ist, dass das Vorschießen ist. Ja, das Vorschießen einmal, was ihr schon hier seht, aber es ist halt auch so, dass einen ganzen Haufen Artikel wohl hier jetzt gar nicht im Online-Shop zu sehen sind. Die werden aber da vor Ort dann kurz vor Silvester verfügbar sein. Also wer dann jetzt hier eine Vorbestellung macht zum Beispiel und das abholt, der kann da dann nochmal ordentlich stöbern gehen. Ne? Also da gibt es dann auch nochmal ein paar interessante Überraschungen. Und dass das garantiert spannend sein wird, werdet ihr jetzt hier an den Artikeln sehen. Aber erstmal jetzt hier zum Vorschießen noch, das ist beim Strandbad Framsen e.V. Neusurenland 67 221 59 Hamburg. Hier am 15. Dezember, also ist schon bald. Und Einlass ab 18 Uhr, wie man sieht, Beginn der Vorführung um 19 Uhr. 45 Artikel circa, also man darf gespannt sein. Ja, wer Zeit und Lust hat, ne, würde ich mal sagen, vorbeigehen da. Ja, und könnte jetzt lustig gucken werden. Wir uns hier mal die Batteries an. Zeig mal, was denn da so schön ist. Da haben wir hier gleich die Double Decks, richtig gut. Richtig geile Crackling-Batterien. Auch die Leslie Gold, die also neuen. Für die Preise ist das einfach nur der Hammer. Also wenn man bedenkt, dass die Crazer nicht unter 30 Euro meistens zu bekommen ist und die Explode Double Deck Red schon ziemlich ähnlich ist wie die Crazer, also und auch 500 Gramm NEM und also wirklich richtig geil. Dann gibt's der hier Hammer. Die Hammer, das müssen wir uns kurz mal angucken. Das ist halt mega die geile Batterie von Fuhrwerk Total. 500 Gramm für 17 Euro. Ja, 500 Gramm NEM, Kaliber 30 mm, 25 Schuss und dann 16,95 Euro. Ey, was für ein geiler Preis. Also das ist wirklich richtig geil. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an hier. Kranke Schuss. Mega heftig. Und mega die fetten dicke Zerleger. Dicke Zerleger, ja. Einfach nur geil. Bam, 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 bam. Alter. Schön mit Feuertopf. Richtig fett. Alter Scheiße. Das war richtig geil. Richtig gute Dinger. So, und das war bei weitem nicht die letzte. Da gibt's hier zum Beispiel auch Funke-Batterien. Richtig geil. Also, Funke-Finale Nummer 1. Auch die Preise sind echt noch gut für Funke-Batterien, muss man wirklich sagen. Alles dabei. Ja, ein paar Sachen sind natürlich schon ausverkauft, jetzt so kurz vor Silvester. Na, was heißt kurz vor Silvester? Für manche beginnt ja erst die Frage, was kaufe ich ein, aber hier das kann man ist sich bei jedem anders. Auf jeden Fall kann man sich hier mal schön durchgucken. Die Dalian Crackers auch noch vorhanden für 20 Euro, ey. Auf jeden Fall guter richtig Preis. Gut. Auch die ganzen Leslie. Die ganzen kleinen Leslie-Dinger hier auch. Das ist ja so. Diese ganze die Leslie Serie, Gold. Ne? Die scheint ja gut angekommen zu sein bei den Leuten. Jetzt gibt es hier eine Palms, jetzt gibt es hier noch ne, die und anderen. Peony Chrome und Peony. Das sind sicherlich auch alles sehr gute Batterien. Dann aber auch hier die Red. Rap. Die Rap und die Lowrider. Ist Lowrider. Ja, die hatten wir auch schon. Die sind auf jeden Fall auch richtig gut für den Preis. Also ja, bei 3 Euro kann man echt nichts verkehrt machen. Obwohl, die kann man auch schön im Verbund erschießen. Dazu fällt mir auch gerade ein, dass 3-4 Stück auf einmal. Dass Aldi auch die Poison teurer machen soll. Echt? Die soll jetzt teurer werden. 3,99. Unmöglich. So also dann lieber doch lieber zu den anderen greifen, ja, würde ich sagen. Dann würde ich lieber zum B&R Postenhandel hier gehen. Da ist auch noch ein paar mehr zur Auswahl, die so teuer sind, beziehungsweise günstiger denn noch sind. Ne? Und ja.
Hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar schöne Fächerbatterien von Fuhrwerk Total. Und, eine alles besser gesagt. Aber auch richtig geile Sachen. Katan-Batterien. Ja. Vor allem sind hier viele Neuheiten. Crackling gibt es jetzt auch von Leslie für 3 Euro. Denn hier die. Keg Prison. Die war doch richtig geil. Ich glaube, die war richtig geil. Schöne Farben, ja. Die hat echt schöne Effekte, ja. Ja, Finale. Ja, ich glaube, Finale kommt da auch noch. Was kostet der Spaß? 500 Gramm NEM auf jeden Fall, 30 mm. Oh, geile Sterne, geile bunte Dings. Ja, für kein wirkliches Euro, Finale, aber 18 Euro, 500 Gramm NEM. Also, boah, was will man mehr, Leute? Richtig geil. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Neuheit ist, aber ich kenne die auf jeden Fall nicht. Genauso wie Hammer und die ganzen anderen hier, das sind alles so irgendwie Batterien aus Belgien oder Holland. Echt fett. Also wirklich ein sehr interessanter Shop. Hier, die war auch, glaube ich, ganz nice. Ja, Halluzinator. Ja. Find 20. Also alle Mikrozündlichter dürfen auch nicht fehlen. Dürfen nicht fehlen, nee. Guck da auf jeden Fall mal durch. Dalian Cracker ist auch noch da von Funke. Also echt auch gute Funke-Batterien hier für einen vernünftigen Preis. Das kann ich nur immer wieder wiederholen. Ach, hier haben wir noch eine Willow von Leslie. Oh, was die jetzt alles in klein das haben. Wahnsinn, ne? Nicht, ja. Aber echt cool. Er hat da hier die ganze Palette. Ne? Das ist schön, ey. Lemon Sky, nice. Auch noch am Start. Also wirklich richtig coole Sachen. Gute Auswahl, gute Preise. Yo, die Rainbow in the Dark ist auch noch da. Und hier die ganzen anderen, also Bombshell ist ja, glaube ich, auch relativ neu. Bombshell Chick. White Strobe für 11,95 ist auch definitiv ein korrekter Preis, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, ich habe die Warners auch schon mal für 13 oder sogar 14 Euro gesehen. Hier das eine bei uns war, haben sie ja auch in irgendeinem Laden von wegen, ja, super Feuerwerksangebot und dann gab es die White Strobe dafür 15 Euro. Mm, ist richtig. Also, die zünden wir das selber. Lohnt sich definitiv mal im Fachgeschäft gucken zu gehen. Das ist da nämlich gar nicht immer teurer als im Supermarkt, wie viele Leute glauben. Aber hier auch wirklich viele Sachen, die ich noch gar nicht kenne, ne? Hier die. Ist da ein Video? Nee. Echt schön. So, und dann gucken wir mal bei den nächsten. Raketen. Raketen. Da gibt es ja auch wieder eine richtig gute Auswahl. Alles Funke-Raketen. Blätter-Tanz. Explode, Kugelblitz, richtig nice. Pyroland-Kanonschlag-Raketen. Jo. Alles da. Hier, oh, Nico geil, Ring Rockets. Nico. Ja, die sind richtig gut. Also Leute, wer die nicht kennt, definitiv einpacken. Die haben einen echt fetten Effekt. Oh ja. Funke Kometenschauer. Auch eigentlich gute echt, Preise. Alles gute, ja, echt wirklich. Auch der Blättertanz. Nicht nur ein, zwei Sachen, Euro, sondern wirklich das viele ist Sachen richtig, für gute Preise. Richtig fair. Ja. Jetzt kommen wir zu den Böllern. Knallers. Big Balls, 2,50. Gebt euch das. Fett. Die Funke-Sachen sind leider schon ausverkauft. Katan-Böller. Eben. Neuheit. Super 2D-Böller. Alles am auch Start. Eigentlich bezahlbar. Vor allem die Big Balls, 2,50. Ja, stimmt. Das stimmt, woanders kosten die immer mindestens 3 Euro. Ich habe nirgends günstiger gesehen. Ja. Super Preis. Das sind doch hier die, Pyroland, die Crackling Kubis, ne? Ja, steht doch drauf, Crackling Wolke. Nice. Die müsste man eigentlich auch mal ausprobieren. Für 1,95 auf jeden Fall auch korrekt. Hier Rubro Mega Cosa. Ich glaube, die sind neu, ne? Das sieht auch viel, viel wenig Geld aus. Explo zylindrischer Kanonschlag. Boah, 10er. Ja. Und hier auch oben noch schöne China-Spinners. Oh, Chili Spinners, ja. Die sind auch immer ganz gut, ne? Die sind ganz witzig mit dem Crackling-Finale. Was haben wir hier als nächstes? Leuchtfeuerwerks.
auch wieder ein richtig guter Preis für die Tracking Birds. Sauber. Römische Lichter dürfen auch nicht fehlen. Das sind auch alles wieder schöne Artikel hier. Galaxy von Explode. Schöne Spielereien für wenig Geld auch. Oh, hier Bees für 1 Euro, gleich 5 Packungen. Kann man auch mitnehmen, ja. Also, da würde ich mir gleich ein paar mehr von einpacken. Vulkane, Handfackeln. Richtig alles nice. Da hier, Verbünde. Oh, jetzt kommen wir nochmal zu richtig feinen Sachen hier. Verbundfeuerwerk. Alter. Es ist einfach leider geil, leider Leute. Geil. Das ist wirklich die geilste, also mit einer der geilsten Verbundbatterien, die ich bis jetzt 100 so gesehen habe. Was hat die an NEM? 800 oder so? Gramm NEM. Ich habe mir mal ein Video angeguckt, die ist so ein bisschen so ähnlich wie die Inferno, die wir letztes Jahr hatten. Aber hat halt weniger NEM, kostet aber auch ein bisschen weniger. Vielen Verkaufempfehlung. Ja, gebt definitiv euch mal das Video. Ja, guckt mega, euch mal mega, ein Video an da bei YouTube irgendwie. Mega leider geil, Verbund. Da gibt es schon ein paar Videos. Das ist wirklich ein richtig geiles Ding. Aber das ist auch wieder bei weitem nicht der letzte. Boah, die President also sind, Pyro. Ja, und auch richtig der gute Preis 80. für die President Pyro. Ne? Woanders kostet die dann 89 Euro. Und von wegen, ja, Sonderpreis. Ja, und die kostet sie nicht mal 85 Euro. Nein, 80 Euro, Leute. Richtig gut. Aber auch hier die anderen Verbünde, richtig fette Teile auf jeden Fall. Alter Schwede. Echt genial. Ein paar sind natürlich schon ausverkauft. Aber hier auch, boah, außer Kontrolle ist noch am Start. Das ist auch eine richtig, richtig geile Verbundbatterie. Oder hier Fuhrwerk, total Verbundbatterie-Dings. Die scheint echt fett zu sein mit 2 Kilo NEM und dann für 55 Euro, da Alter. Kann man gar nichts verkehrt machen. Alter! Das ist richtig krass, ne? Also Alter. Die müssen wir eigentlich auch noch haben. Einfach nur, weil die halt wirklich saugünstig also vom, ist. Also vom Pulverpreis-Leistungsverhältnis ist das ein mega Schnabber. Ich bin wirklich, ja. Ich bin du kannst wirklich dir zwei, drei Mal hinstellen. Den müssen wir uns definitiv nochmal ein Video von angucken oder gucken, ob es davon Videos schon gibt. Vielleicht ansonsten, ist es ja auch eine Nagel, vielleicht ist ja auch nur ja. eine Nagel neue Batterie, dann gibt es vielleicht noch nicht mal ein Video, müssen wir nochmal gucken. Ne? Aber auf jeden Fall mitnehmen. Also und immer noch mehr, es geht noch weiter, Leute. Also, es sind noch mehr richtig geile Verbünde hier. Primal Instinct von Rubro hier, / Geisha oder wie auch immer. Also echt fett. Katan-Verbünde, alles. Evolution, mega, mega geil. Unplugged ist alles. Auch noch da. Alles. Einfach geil. Richtig was gibt's da noch? Sortimente. Nicht viel, aber ich würde es sagen, ist gut sortiert. Es ist wahrscheinlich auch ein kleines, ein mittleres, ein großes und noch hier so ein anderes. Mal gucken, so was das ist. Es wird oh geil, da ist eine Böllerkette drin, ne? Da ist eine Böllerkette drin. Ne, das ist kein Cat 1, glaube ich, nicht mit einer Böllerkette. Und Raketen sind auch drin. Ne? Das aber ich wette, das wird auch bei Weitem nicht alles sein, was da sein wird. Ne, da sind bestimmt ein paar mehr Sortimente dann nachher, ne? Das ist ja oft so, dass gerade so Sortimente nicht abgebildet werden im Vorverkauf. Darf man mal gespannt sein. Auf jeden Fall scheint das hier ganz interessant mit der Böllerkette, ne? Eine Katan-Böllerkette hatte ich auch noch nicht. Das ist richtig. Was gibt's denn noch? Das war ein Überraschungspaket. Ja, Überraschungspaket ist natürlich auch mal ein Testwert, ne? Überraschung! Ist auf jeden Fall immer, also wer auf Überraschung steht, der sollte sich definitiv auch mal so ein Überraschungspaket holen. Das ist immer cool, ne? Was gibt's denn aber Jugendfeuerwerk? Wow, Moskitos. Auch guter Preis. Ja. Neuheiten oder was? Also, die kenne ich auf jeden Fall noch Crazy nicht. Crazy Eyeballs? Ne, okay, auch nicht. Das sieht alles auch so aus wie Cat 1 Feuerwerk. Ja. Party Poppers, Luftheuler, die sind auch gut, guter Preis für 1,50 da. Die, ja stimmt, ne, die haben bei uns im Discounter 2 Euro, ich glaube auch in dem einen Supermarkt. 1,99. Und hier was für die Girls, ne, Glitzer Party Bomben. Schöne Sachen auf jeden Fall. Single Shots gibt's auch. Dann kommen wir hier zum Schluss zu den Single Shots. Boah, Katan. Ja, geil, Bullpack. Thunder King. 40 Stück in der Dings, ne, haben wir schon geguckt. Ja, 40 Stück. Und gute 3,5 Gramm NEM oder so, oder 3,4 oder so. Auf jeden Fall für den Preis sehr nice. Zu empfehlen. Katan, Mamma Mia, Bombenrohre. Das sind, glaube ich, welche mit bunten Effekten, ne? Heulton. Spontus Bouquet. Okay, ja. Mit Heulton ist auch immer richtig nice. 38 Gramm NEM, ne? Schön Whistling.
Und hier die ABAs. Neuheiten. Da bin ich auch mal ganz gespannt. Oh ja. Das ist so ein bisschen Feuertopf und Zerleger, ne? Ja. Laute Gewehrsalbe. Oh. Mit Titanzerleger und Goldleuchtspur. Da kann man mal gespannt sein. Auch 66 Gramm. 66 Gramm, das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Das finde ich. Wie viele Schuss sind das? Das steht da nicht. Ne? Ein Schuss, ne? Nee, das sind mehrere. Ich bin der Meinung, das sind mehrere. Also mehrere einzelne. Ja, auf jeden Fall. Sind wir auch schon fast am Ende, ne? Sind wir am Ende. Also Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Guckt auf jeden Fall mal hier beim B&R Postenhandel vorbei. Denkt an das Vorschießen, das am 15. stattfindet. Hier gibt's Katanböller. Also, und mega geile Verbünde und einfach nur richtig geile Batterien zu ultra fetten Preisen. Und richtig gute Preise. Ja, echt. Also definitiv ein Guck wert, wer irgendwie im Raum Hamburg wohnt oder so und vielleicht nicht mehr geschafft hat, online irgendwie zu bestellen, von wegen liefern lassen. Postenhandel, auf jeden Fall sehr gute Alternative definitiv dazu. Definitiv mal hin da. Also Leute, haut rein. Bang die Bell, Abo dalassen. Ciao, ciao.